Darf ich das alles jetzt noch haben? Nein, oder? Nein, oder? Scheiße. Moment. Oh, da sind wir wieder. Man sollte auch die Anweisungen richtig lesen, die wir tun sollen. Wir sollen das Musikartefakt verbrennen. Man sollte auch richtig lesen können. Fische. Warte, jetzt müssen wir eben einmal gucken. Wir sind hier. Ich hoffe, wir können hier durch. Aber eben taten wir es auch nicht. Müssen wir zurück? Und dann hier durch? Ich glaube ja. Und da kommen wir ja nicht mehr hin. Ein weiter. Ein viel zu lange. Oh, bitte nicht. Geh auf, geh auf, geh auf, geh auf. Danke. Oh mein Gott, mein Gott. Was tun wir jetzt? Wo ist denn das Sternzeichen Fische? Das ist oben, oder? Warte. Anmerkungen. Wo steht das? Nirgendwo. Also müssen wir auf gut Glück machen. Wir haben ja gerade erst gespeichert. Ich meine, das war oben. Nicht? Und da auch nicht. Okay. Dann gab es nur eine Tür. Oh, Kacke. Vielleicht sollten wir zurück eben mal speichern. Uns das Spiel schon, dass es den Hinweis gibt, ständig zu speichern. Ich drehe durch. Bei der alten Bratze drehe ich vom Rad. Im Moment nicht nehmen, aber
wissen wir jetzt. Da ist noch ein Safe. Ein Archer-Board. Wir hatten den Schließfach von Eldwyn Atkinson im Dachboden versteckt. Wir sind ziemlich sicher, dass der Schließfach den Schlüssel versteckt, der es ihm ermöglicht, den Geheimgang zur Bibliothek zu öffnen. Wie das, was im Tagebuch von Eldwyn erwähnt wurde. Wir werden immer den Geheimcode brauchen, den nur Eldwyn kennt. Blake hat vorgeschlagen, eine spirituelle Sitzung zu machen, um mit Eldwyns Geist zu kommunizieren und ihn freundlich zu bitten, uns den Zugangscode zu geben. Seiner Meinung nach müssen wir die mit Eldwyn verbundenen Objekte verwenden, damit die Sitzung perfekt gelingt. Na toll. Ich bemerkte, dass Eldwyn in seinem Tagebuch stolz die Statuetten erwähnt, die er aus Afrika mitgebracht hatte. Diese Statuetten sind immer noch irgendwo im Herrenhaus versteckt. Ich muss sie suchen und finden, damit wir die Sitzung abhalten können. Sir Brandon Taylor. Oh toll, 5 Stück natürlich. Also wenn da irgendwas ist mit, sag mal schnell. Mit Band umschlossen, was uns irgendwie merkwürdig vorkommt, das ist das dann. Wahrscheinlich. Siehst du von selbst? Nein. Ach du Kacke. Hilft uns die Dame wieder? Um nett die Statuetten zu finden? Was ich sehr interessant finde, ist, dass einige Bilder, das gehen nicht alle Schubladen auf, umgelegt sind. Heißt, dass die. Also die Dame ist vielleicht hier mal wohnhaftig gewesen und alle Bilder mit ihr sind jetzt umgeklappt, weil sie ja tot ist. Hier ist nix. Machen wir extra so ein Labyrinth jetzt. Oh, das ist wieder eine neue Tür. Zwilling. Nimm den Zwillingsschlüssel. Und was, wenn ich? Von innen verschlossen. Wir gehen erst da rein. Oh nein, wir gehen nicht hier rein. Da ist es. Endlich. Das, was ich suche. Hey. Finde den Krebsschlüssel. Das ist ein Dings. Haben wir jetzt eine Karte hierfür? Oder basteln wir basteln uns die gerade selbst. I'm sorry, ich werde mir wahrscheinlich noch ins Knie schießen. Damit. Warum hakt denn jetzt das Spiel? Da ist eine Tür. Von innen verschlossen ist. Okay. Ach du Kacke.
Speicher. Müssen wir schnell in Angriff nehmen. Mach die Tür zu. Wir brauchen eine Karte. Das nochmal. Drehen. Sonst waren hier keine Türen mehr? Nein, hier waren hier keine Türen. Mehr. Warte, da waren auch keine Türen, richtig? Doch, da waren die. Gott, das ist hier so riesig. Wo kommen wir da hin? Und wo kommen wir hier hin? Achtung. Oh ja, endlich mal eine Tür, die aufgeht. Jetzt sind wir hier gefangen, richtig? Ach, hat uns viel genützt. Oh, bitte nicht, Elfriede. Das war so klar. Das ist nicht echt. What is that? Das ist nicht echt. Das ist nicht echt. Das ist wie in Silent Hill. Ja, ein Raum. Das ist nicht echt. Was sollen wir tun? Oh Scheiße, jetzt versucht es jemand von außen. Nicht witzig. Elfriede. Was ist das denn für ein Trip? Na komm, wir gönnen uns eben. Da haben wir wieder einen Zwillingsschlüssel. Das sieht aus wie ein Dachboden. Hast du Dachböden? Und auf dem Dachboden ist jemand ganz drauf. Bank ist verschlossen. Ein Brief? Noch nicht. Hab mich verguckt. Hab Haare im Gesicht. Hätte ich gerne eine Karte. Hätte ich mich so viel größer hier zurechtfinden kann. Was kann ich machen? Wofür brauche ich den?
Und wofür soll man hier hinterkriechen? Ah, wegen der Tür da, oder was? Ich habe ein Gottvertrauen in dieses Spiel. Ich hätte eigentlich schon längst hier speichern sollen. Okay, die geht jetzt auf. Warte, dann speichern wir erst. Hier war es nicht. Hier war es auch nicht. Hier war es. Wir gucken jetzt nach, was das da für ein Zimmerchen ist. Hoffen, dass uns die Elfriede namens Agatha Krause nicht mehr erschreckt. Wollte mich doch verarschen. Hier ist freigeschalten. Wo führt die hin? Wo sind wir denn jetzt? Ich will eine Karte haben. Und wieder was mit Zahlen schlagen. Okay, wir brauchen einen Seitenschneider. Eine Bügelsäge, Entschuldigung. Ich habe keinen Schimmer, wo wir sind. Oh, es ist nur eine Tür. Das ist schon wieder eine verbarrikadierte Tür. Jetzt sind wir hier. Wo sind wir jetzt? Ach, wir sind dann... Ich werde so verloren sein hier. Öffne diese Tür doch, bitte. Danke. Können wir durch die Tür gehen? Keine Tür mehr? Da ist eine Sitzgruppe.
Darf ich mal in eure Mitte kommen? Darf ich nicht in eure Mitte kommen? Okay. Finden wir raus, was sich hier befindet. Gut, es ist auch nur ein Zimmer hier. Ein Loch. Eine Batterie, juhu. Aha. Das ist das Zimmer. Dann gehen wir da mal hin. Na komm. Nein. Und wir haben Zwilling. Hallo? Ah. Die kann ja doch was sagen. Ich werde mich hier so oft verlaufen. Oh, eine Karte! Ja! Dankeschön! Oh. Jetzt geht's wieder an Karte lernen. Wichtige Notiz für Sir Dwight Shaw. Einer der Arbeiter bohrte versehentlich ein Loch in eine Wand auf dem Dachboden. Wir entdeckten die Existenz eines geheimen, dahinter versteckten Raumes. Wenn man durch das Loch schaut, sieht man Sachen wie angehängte Talismane. Man kann auch Stimmen von innen hören. Stimmen, die Schauer verursachen. Ich befahl den Arbeitern, die Arbeit einzustellen und diesen Raum zu verlassen. Alton Lewis. Oh nö! Warum habe ich die Schabracke jetzt erst gesehen? Ah! Das ist gemein! Wir beenden aber jetzt. Für heute ist Schluss. Ich habe lange genug aufgenommen. Bis dahin. Auf Wiedersehen.